beim Viamala-Tunnel werden die Felsanker ersetzt. Die Arbeiten nehmen ca. 2 Monate in Anspruch. Ein grosser Teil der Arbeit wird der Nacht ausgeführt, wie auch die Kernbohrungen direkt der Tunnelwand. Sie dienen dazu, dass die HMQ das Bauwerk überwachen kann. Über 80 Messpunkte in und ums Tunnel werden angebracht. Die automatische Messung wird durch einzelne manuelle Messungen ergänzt. So kann eine rund um die Uhr Überwachung garantiert werden. Während der nächsten Monate werden hier Anker ersetzt. Und während dieser Zeit überwachen wir das Bauwerk mit einer umfassenden Deformationsmessung. Die Resultate stehen verantwortlichen Personen im Internet in Realtime zur Verfügung. Und bei Überschreitung von Grenzwerten werden Alarme ausgelöst, die per SMS und Mail direkt an die verantwortlichen Personen geschickt werden. Die Sicherheit der Autofahrer steht im Zentrum der Überwachungen. Die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer, die hier durchfahren, die muss jederzeit gewährleistet sein. Während dem Bau schaut man ganz genau, was passiert mit dem Bauwerk. Und falls sich etwas verändern würde, was man nicht erwartet, dann könnte man sofort die Bauarbeiten ändern oder im schlimmsten Fall sogar die Strasse sperren. Nebst dem Ankerersatz wird beim Viamala-Tunnel auch noch ein Sicherheitsstuhl gebaut.